nämlich auch jetzt schon die Aufnahme mitlaufen lassen. Dass man nämlich dann auch heute noch ein bisschen. Ja. Ja. Naja. Passt und dementsprechend heute. Ey. So, mal mit. Ich drücke jetzt mal nicht den Startbutton, sonst heißt nämlich, dass er meint sich nämlich hier wieder. Vorspulen zu dürfen. Wichtig und richtig. Ja, das glaube ich dir, mein Lieber. Das glaube ich dir, Lukas. Das glaube ich dir. Ja, also, wie gesagt, wir machen heute nochmal drei Touren, weil der Monat endet nämlich auch schon, dass wir die Steuererklärung machen müssen. Heißt natürlich auch, dass wir Rücksat Hohenkirchen dabei haben. Ich hoffe, dass im Oktober das dann noch dazu kommt. Aber jetzt diesmal erstmal noch ein bisschen. Also wenn es dazu kommt, dann auch dann das DLC von ETS, ne? Ja. Wir wissen doch, wenn man die Grafik aufdreht, dann kommen sie alle. So. Ja klar, wenn man die falsche Umlauf eingibt. Okay, ich wollte schon gerade sagen. Good morning. Hello. Guten Tag. Kommen Sie rein, setzen Sie sich hin. Mann. Nein. Ja, morgen macht man etwas längeres Stream. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir morgen ein bisschen die Zombie-Apokalypse mal zocken. 7 Days auf die. Wie gesagt, das war ja ein Wunsch von Community. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Einen Screenshot machen. Jawohl, da ist ja auch der schöne Tobi. Der Opa ist für dich. Kriegt übrigens jeder Busfahrer, der vorbeifährt. Ja. Hallo. Jawohl. One child ticket, please. Yes. Thanks a lot. A long and prosper. Ja, so ist es halt, ne? Also wie gesagt. Ach, ich liebe es. Ja, wir werden heute auf jeden Fall noch auf dem Server unterwegs sein beim LS. Die Produktionsstätten sind nämlich voll. Und da möchte ich halt noch ein bisschen weitermachen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich heute das Ganze entwickelt. Einfach ganz gechillt, einen guten Morgenstreamchen machen. Und dann für die ESG ein bisschen fahren. Und dann freue ich mich auf jeden Fall. So. Klappe zu. Dann hätte ich auch mit dem Solo. Mit dem Solo-Bus fahren können. Das Ganze. Hoppala. Das passt nämlich noch richtig gut. Jawohl. Nächste Haltestelle. Freiheit. Freiheit. Ja, Freiheit für alle. Nein. Ja, wie gesagt, auf der Silver Run, wie ihr auch später sehen werdet, ist dann nämlich auch was Neues dazugekommen. Die Produktionsstätten sind voll, das heißt, wir werden da uns liefern, ausliefern lassen, dass die. Dass die, wie heißt die Achterbahn endlich mal zack,
vorankommt. Und das auch der liebe Johannes, der wollte nämlich dann unbedingt auch noch die Forstmap, das heißt die Forstmap, dann landwirtschaftlich etwas anders da machen. Daher werden wir auch da noch einen zweiten Hof mit hinzunehmen. Also die, wo halt keine Forstmacher machen wollen, die können halt gerne dann auch sich um die Felder kümmern. Hoppala. Dann wollen die jetzt über Rot fahren. Aber ja. So, Abfahrt. Da freue ich mich. Ja, die letzten zwei Tage eigentlich, die waren eigentlich sehr recht entspannt für mich. Naja, wenn man nichts machen muss, ist klar. Aber, ich habe ja auch noch ein bisschen Verpflichtungen in Mannheim gehabt. Und, ja, damit, ja, Dienstag war eigentlich sehr informativ, also sehr erfahrungsreich, muss ich sagen. Wo ich mich schon ein bisschen gewundert habe. Ja. Ich hätte nicht viel sagen sollen, was meine Zukunft betrifft. Ne? War eigentlich sehr überraschend bei dem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin vom dort, wo ich war. Guten Morgen, Hallöchen, ja, kommen Sie rein. Hallo Busfahrer. Aber es heißt natürlich auch für mich wieder Papierkram, Papierkram, Papierkram von den Ämtern. Egal. Das machen wir. Ich habe trotzdem gute Laune, lass mich deswegen nicht unterkriegen. Das passt ja. Naja, ich war dann halt mit meiner Freundin dann am Dienstag komplett in Mannheim noch in der Stadt gewesen. Wir haben dann halt noch geguckt, naja, was könnten wir uns noch holen? Oder. Machen wir eine kleine Städtetrip, mal gucken, was sie noch so braucht. Da waren wir noch beim Mediamarkt gewesen. Der Saturn in Mannheim ist ja umgezogen, zum Mediamarkt umgewandelt. Die sind jetzt ein Konzern. Und ich habe halt schon die Sachen in der Tasche gehabt für die mobile Einheit. Das heißt Tablet, Mikrofon, Rode. Hauptsache für Hard Talks, paar Streams hier unterwegs. Ja, also sollte mal hier kein Gaming-Stream kommen, dann gibt es halt Live-Talk draußen. Das ist halt das, was ich mir halt vorgenommen habe. Und ja. Wenn wir unterwegs sind bei der Bahn, ein bisschen mitzufahren. Das ist halt auch sowas. Weil wie gesagt, meine Freundin und ich, wann war das? Dienstag? Doch, Dienstagabend, wo wir nämlich vor ihrer Tür waren, haben wir nämlich mitbekommen, wie noch die neue Straßenbahn in Mannheim, mir fällt der Typ nicht ein, Semmelbahn, geht bei ihm auf Facebook, Semmelbahn, da sieht er auf jeden Fall, was sich RNV da geholt hat. Und, mag zwar sein, dass sie neu sind, mir gefällt das Modell aber nicht. Ich weiß nicht, was man. Weil Mannheim hat sehr viele Wendeschleifen an der Endhaltestelle. Ja, mag sein, dass es bei Bismarckplatz in Heidelberg nicht so ist. Aber trotzdem halt. Ja. Gefällt mir da halt ein paar Sachen halt einfach nicht. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Buer Nordbahnhof. Jawohl. Und sehr geehrte Fahrgäste, sollten Sie Ihre Einbahnfritt dabei haben, bitte beachten Sie, dass Sie wieder ein Stück Schoki für ihn geben. Dankeschön. Na. Ja, dann haben wir eigentlich noch einen schönen Nachmittag in der Stadt wegen uns verbracht. Und das Tolle war, wir waren dann halt bei
noch bei Galeria Kaufhof drin. Ja, Karstadt Galeria, wie gesagt, ein Unternehmen. Und ihr habt ja vielleicht am Ende August, am 1. September ja mitbekommen, dass wir quasi die... die Vorstellung gemacht haben für ein bisschen Modellbau oder auch für die Raumfahrt Lego etc. Und da habe ich einfach mal gesagt, Eier kommen, gehen wir doch einfach mal da rein. Hallo. Gucken, ob wir da noch ein paar Sets finden. Tagesparcel, Preisstufe A bitte. Das ist meine Ansage. Ja, und siehe da, es hat funktioniert. Da waren noch zwei Sets gewesen. Und es war sogar runtergesetzt gewesen von 100 auf 80 Euro. Wo ich mir dann gedacht habe, ah ja, okay, warum denn nicht? Kann man ja nehmen. Ne? Also, dass wir auch ein bisschen was zum Basteln haben. So. Während wir dann natürlich da im Regal ein bisschen durchgestöbert haben bei Lego City und ganz gedöns, war das Tolle, dass wir einen YouTuber getroffen haben, der auch in Mannheim bei der Kirmes aktiv unterwegs ist. War für mich auch sehr überraschend. Lukas BS heißt der, könnt ihr mal nachschauen. Und whatever das auch war, kurz im Video vorgestellt. Und ja. Aber auch ganz durch Zufall, mein Mann, der kam die Treppe hochgejumpt, ne, und ich so sehe schon sein Handy und sein Stick, ja, weil er die Videos mit dem Handy aufgenommen hat. Ja, und war gar nicht mal so schlecht. Nein! Ach du dreckiges Ding, du Blöde! Aber das sollte nicht sein. Mann. Ist doch wieder zum Mäusemelken. Sind sie wieder am Arbeiten. Hab nur gesehen, dass bei im Chat wieder Willkommen drin steht. Oh Mann. Naja. So, naja, auf jeden Fall haben wir einen YouTuber getroffen, bei dem Video bin ich auch mit drin, Challenge. Das, was die kaufen oder was wir kaufen, kauft er auch. Aber, ja. Also hat er sich das zweite Lego-Set geholt. Oh Mann, da habe ich auch gedacht. Yippie-yay-yay. So, aber es war richtig lustig gewesen. Na egal, wie gesagt, durch Zufall habe ich dieses Set gefunden, also nicht nur, weil es gibt ja einmal diesen Rover und diesen Mondbase dazu, sage ich so schön. Ich zeige es euch mal gleich, wenn wir nach der Aufnahme, wenn wir da ein Pölzchen machen. Ist auf jeden Fall lustig. Ja, ja, kommt aber spät, Ansage, wa? Ja, wie immer. So. Oder ihr könnt einfach mal bei, wenn ihr bei Lego auf die Seite geht, die Nummer 65349 eingeben. Dann dürfte nämlich auch dann das Set nämlich auch angezeigt sein. 65349, genau. Schön. Nein, hoppala. Schön stehen bleiben, nicht weiterfahren. So.
Ja, heute mal ein bisschen Malelieder drin. Hebt dem schon mal eine gute Laune noch mehr. So. Am Mittwoch hat meine Freundin noch einen Termin gehabt. Bei sich auf Arbeit. Und ja. Geht jetzt auch soweit eigentlich ganz gut. Und das heißt, ab nächste Woche Mittwoch geht's auch wieder arbeiten. Was toll ist. Aber ich werde halt dann. Also wir haben uns mal was überlegt, was wir ausprobieren wollen. Ja, das habt ihr gelitten. Eine KI aufgefressen. Hat der Bus Hunger, fährt er einfach nicht mehr ins Auto rein. Weg war die KI. Nächste Haltestelle, vor dem Ehrenmal. So. Genau. Das Schöne ist, wir treffen, also meine Freundin kommt morgen, während wir am Stream sind. Und ich bin mal am Überlegen, wie wir das nächste Woche machen wegen dem Basteln. Weil wie gesagt, ich will ja das ganze Lego in der Glasbox einschweißen lassen. Ach, guck doch mal, und der liebe Michi. Ja. Doch. Michi. Ein Huber für dich. Ja, aber auf jeden Fall mal so eine kleine Bastelrunde einfach mal zu machen. Oder ein bisschen Lego bauen, weil wie gesagt, das bringt mich mal auf andere Gedanken, ist auch mal was anderes. Wir sind dann mehr drüben. Aber ja. Weil aber auch am 16. Oktober beginnt ja dann bei mir auch noch ein neues Projekt. Und kommen wir durch ohne zu ecken oder kommen wir nicht durch ohne zu ecken? Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es doch. Ja. Was für ein Witz. Naja, für die, die jetzt eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen schönen Donnerstag gestartet. Moin Moin. So. Ja, passt. Ich werde gleich, da kommt mir einer entgegen, ja, das war klar.
Ich werde hier noch verfolgt vom Tobi. Auf Schritt und Tritt. Das passt, ja. Nächste Haltestelle, Lehmann-Kamp-Straße. Der hat ja wohl voll einer nach Pfanne. Straße, du fetter Busfahrer! Ah, so fett bin ich nicht. Ich hab abgenommen. Kann ich schwarz auf weiß belegen. Ach ja, wie ist sie lieb, wenn sie wieder meckern. Die mögen mich ja so gern, ne? Diese Fahrgäste. Mit den schönen fetten Busfahrer, ja. Mhm. Ach ja. So. Nächste Haltestelle. Kirchenort. Ah, was soll's. So ist es halt. Ja, Mann. Irgendwann kommt diese schöne Ansage, die ich noch aufnehmen will. Klosterstraße. Weil im Internet habe ich nämlich eine Seite gefunden, wo ich dann so... Nächste Haltestelle. Ein paar lustige Ansagen. Aber die will ich selber sprechen. Noch ein bisschen lustig daneben und dann ab raus mit. Dann könnt ihr die nämlich auch mal haben. Aber die können dann nicht über das Kassensystem bedienen, weil die werden dann quasi extra über Stream Deck dann Sounds abspielbar sein. Ne? So. Einmal rein, einmal raus. Morgen. Moin. Da muss man ein bisschen heizen. So, und dann mal gucken. Also man werde da noch ein bisschen... Stelle Dreieck heute fahren, das weiß ich nicht, weil ich muss jetzt die letzten Tage erstmal mehr für die ESG fahren. Weil der Mittwoch haben wir schon verpasst. Ach, guck mal, der liebe Lukas kommt mir auch schon entgegen. Da, was für dich, mein Freund. Ein Huba-Buba. Ah, ich habe leider das deaktiviert. Aber wir können ja gleich mal was ausprobieren. Haben wir gerade mal ein bisschen Verfrühung? Ja, heute um 16 Uhr ist, glaube ich,
18 Uhr ist die liebe Keksi dabei in Live Radio. So, machen wir auf Twitch, das werden wir uns ein bisschen angucken. Und wenn ihr Lust habt, sagt, bin ich gerne, lasst mich gerne supporten. Oh, mit der Spaß macht auch gerne hier mal ein Vorbeischauen auf ihren Kanal. So, da sind wir auch schon wieder auf normal. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, also wie gesagt, den Voice Mod, ich habe den jetzt noch aktualisiert und das quasi auch die Liste unten wird ein paar mit Bits zu benutzen sein. Es wird ein paar mit nur für Abonnenten sein. Das wird einfach bleiben. Nächste Haltestelle. Lessingstraße. Ja, ja. Freistufe A, bitte. Ach so, du auch noch. Mann, Mann, Mann. Wir wollen ja wieder was, ne? Und Tobi haut schon ab hier. Tobi gibt schon Gas. Naja, auf jeden Fall war es gestern noch recht entspannt. Ich habe mir noch ein paar Videos angeguckt, noch welche von Hohenkirchen, ein paar OMSI-Videos. Und es war eigentlich sehr schön. Also wie gesagt, die Karte hat Potenzial auf jeden Fall. Es sind ein paar Objekte neu dazu, die wir vielleicht auf den zukünftigen Karten verbauen könnten. Aber ob ich das mache, ist halt was anderes. Aber mir war immer wichtiger, guck, dass die Busse fahren, dass du alles hast, weil wenn du alles hast, hast du mit der Karte weniger Probleme. Da will keiner mit. Alles klar. Das war einmal. So. Ach ja. So. Hallo. Ehrlich? Warum das denn? Okay, bei welchem Bus hast du denn das Problem? Weil wenn du die Hofdatei drin hast, dürfte eigentlich kein Problem sein. Weißt du, das wäre so ein Fall, wo man vielleicht einmal in der Woche oder ja. Iwego und MAN, okay. Hm, komisch. Ja gut, vielleicht gibt es für die noch keine Rufdatei, dass das da einspielbar ist. Wer weiß es, also. Kann ja gut sein. Ich weiß es ja halt nicht. Es kann ja gut möglich sein, ne? Also, ups. Nächste Haltestelle. Marl Mitte. Müssten wir mal gucken. Also wie gesagt, da könnte man vielleicht einmal in der Woche mal so einen OMSI-Support machen, verschiedene Probleme einfach mal
anzuschauen. Und mal gucken, was halt ist. Und das, was man halt nicht im Stream schafft, offscreen quasi weiterbauen. So. Passt ja. Wenn man den Fehler zum Beispiel finden würde, könnte man direkt dann noch eine Aufnahme machen und dann könnte man es dann direkt noch mit verlinken. Also das ist halt so, was ich halt mal schauen würde. Oder was du noch machen kannst, Tobi, ist, wenn du deine Logfile einfach mal löschen würdest und wenn du dann einfach Hohenkirchen mal startest mit dem Ibis, mit dem Ibis-System. Achso, ja, ist auch was Tolles. Moin, Keksi. Huhu, Pappnase. Na? Meine Liebe, wie geht's dir? Ich habe schon vorhin gerade angekündigt, da zwischen ab 16 Uhr bis, ich glaube, bis 18, ne? Machst du ja quasi dann Radio. So. Lass mal meine Fahrgäste raus. Jawohl.